Ja, hallo zur nächsten Gute-Nacht-Geschichte. Heute lese ich euch vor Nagelsuppe. In dieser hübschen Geschichte wird gezeigt, wie man einen selbstsüchtigen Menschen dazu bringen kann, großzügig zu sein, indem man ihn glauben lässt, es gebe etwas umsonst. Es war einmal ein Landstreicher. Der wanderte durch einen Wald, in dem die Häuser so weit auseinander lagen, dass er die Hoffnung fast aufgegeben hatte, vor Einbruch der Nacht eine Unterkunft zu finden. Da sah er zwischen den Bäumen plötzlich ein Licht. Es kam von der Feuerstelle in einem Häuschen. Ach, wie schön wäre es, sich am Feuer zu wärmen und vielleicht etwas zu essen zu bekommen, dachte er und schleppte sich zu dem Häuschen. Da kam ihm eine alte Frau entgegen. Guten Abend, grüßte der Landstreicher. Guten Abend, antwortete die Frau. Wo kommst du her? Von weit her, sagte der Landstreicher. Und jetzt bin ich auf dem Heimweg. Ich bin auf der ganzen Welt herumgekommen, nur hier war ich noch nicht. Dann musst du ein großer Reisender sein. Was suchst du hier? Ein Bett für die Nacht. Das dachte ich mir, sagte die Frau. Aber dann kannst du gleich weiterziehen, denn mein Ehemann ist nicht zu Hause und dies ist kein Gasthaus. Meine gute Frau, sagte der Landstreicher, sei nicht so hartherzig. Sind wir nicht beide Menschen und sollten uns gegenseitig helfen? Gegenseitig helfen? Rief die Frau. Hat man sowas schon gehört? Und wer glaubst du hilft mir? Ich habe nicht einen Bissen im Haus. Nein, da musst du schon woanders nach einem Bett suchen. Doch so schnell gab der Landstreicher nicht auf. Die alte Frau mochte murren und jammern, so viel sie wollte. Er bettelte und flehte wie ein hungriger Hund, bis sie schließlich nachgab und ihn auf dem Fußboden schlafen ließ. Das ist sehr freundlich, dachte er und bedankte sich bei ihr. Lieber schlecht auf dem Fußboden schlafen, als im finsteren Wald frieren, rief er munter, denn er war ein fröhlicher Bursche und immer zu einem Späßchen aufgelegt. Als er das Haus betrat, sah er, dass es der Frau nicht so schlecht ging, wie sie vorgab. Sie war eine gierige und geizige Frau von der übelsten Sorte, die ständig murrte und jammerte. Er machte sich bequem und bat sie, um etwas zu essen. »Wo soll ich das hernehmen?« sagte die Frau. »Ich habe selbst den ganzen Tag noch nichts gegessen.« Aber der Landstreicher war ein listiger Bursche. »Du Ärmste, dann musst du ja am Verhungern sein«, sagte er. »Ich hätte dich wohl eher fragen müssen, ob ich dir etwas abgeben soll.« »Du mir etwas abgeben? Du siehst nicht so aus, als ob du jemandem etwas abgeben könntest. Ich wüsste gerne, was das sein sollte.« »Wer so weit herumgekommen ist wie ich, der hat viele Dinge gesehen, die niemand sonst kennt«, antwortete der Landstreicher. »Hast du einen Topf für mich, Alte?« Die alte Frau war neugierig geworden und gab ihm einen Topf. Er füllte Wasser hinein, stellte ihn aufs Feuer und pustete so stark er konnte, bis das Feuer hell loderte. Dann zog er einen großen Nagel aus der Tasche, drehte ihn dreimal in seiner Hand und warf ihn in den Topf. Die Frau starrte ihn verwundert an. »Was soll das werden?« »Nagelsuppe«, antwortete der Landstreicher. Die alte Frau hatte in ihrem Leben schon viel gesehen, aber Nagelsuppe kannte sie nicht. »Das ist ein gutes Rezept für arme Leute«, meinte sie. »Ich würde gern lernen, wie man es macht.« Dann müsse ihm sie nur zusehen und aufpassen, sagte er und rührte die Suppe weiter um. Die alte Frau saß auf dem Fußboden und beobachtete ihn gespannt. »Normalerweise reicht es für eine gute Suppe, aber diesmal wird sie wahrscheinlich ziemlich dünn, denn ich habe die Suppe schon die ganze Woche mit demselben Nagel gekocht. Wenn man eine Handvoll Hafermehl hätte, würde sie gleich viel besser schmecken. Aber besser, wir denken gar nicht erst darüber nach«, sagte er und rührte weiter. »Es könnte sein, dass ich noch irgendwo etwas Mehl habe«, meinte die alte Frau und holte es. Der Landstreicher rührte das Mehl nach und nach in die Suppe, während die Frau ihm mit großen Augen zusah. »Diese Suppe würde für eine ganze Familie reichen«, sagte er und schüttete noch eine Handvoll Mehl hinein. »Und wenn ich jetzt etwas Böckelfleisch und ein paar Kartoffeln hätte, wäre es ein richtig feines Essen. Aber man muss mit dem auskommen, was man hat.« Die alte Frau dachte kurz nach, holte dann einige Kartoffeln und etwas Fleisch und gab alles dem Landstreicher. Der rührte und rührte, während sie da saß und ihn anstarrte. »Bestimmt gibt es keine bessere Suppe im ganzen Land«, erklärte er schließlich. »Fürwahr«, rief die alte Frau, »und das alles nur aus einem Nagel. Dieser Landstreicher war wirklich ein wunderbarer Mann. Wenn man jetzt noch etwas Gerste und einen Tropfen Milch hätte, könnte man sogar den König einladen«, sagte er. »Er isst abends auch nicht anderes. Und ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich in seiner Küche gearbeitet.« »Meine Güte, den König einladen«, rief sie aufgeregt
und schlug sich auf die Knie. Sie war jetzt sehr angetan von dem Landstreicher. Aber was nicht geht, das geht nicht. Da fiel ihr ein, dass sie auch noch etwas Gerste und Milch besaß, denn ihre beste Kuh hatte gerade erst gekalbt. Und so ging sie und holte beides. Der Landstreicher rührte und rührte, und die Frau sah gespannt mal ihn und mal den Topf an. Dann holte der Landstreicher urplötzlich den Nagel aus dem Topf und sagte, »Fertig, das gibt ein richtiges Festessen. Beim König und der Königin gibt es dazu immer noch einen guten Tropfen und etwas Brot. Und auf dem Tisch liegt eine Tischdecke, aber ohne geht es natürlich auch.« Die alte Frau fühlte sich nunmehr wie bei feinen Leuten und wollte sich nicht lumpen lassen. Und wenn es so einfach ist, sich wie bei Hofe zu fühlen, dachte sie, dann würde sie so tun, als sei sie die Königin und der Landstreicher der König. Sie holte also auch eine Flasche Wein, Brot, Butter, Käse und Rauchfleisch aus ihrer Speisekammer, bis der Tisch aussah, als wäre für eine feine Gesellschaft gedeckt. Noch nie im Leben hatte die alte Frau so fein gespeist und noch nie hatte sie eine so gute Suppe gegessen. Ah, und das alles nur aus einem Nagel gekocht. Sie war so zufrieden und gut gelaunt, dass sie alles andere vergaß. Sie aßen und tranken, bis sie müde wurden. Als der Landstreicher sich auf den Fußboden legen wollte, fand die alte Frau, dass das nicht passend sei und sagte, »So ein großartiger Mann wie du solltest in deinem Bett schlafen.« Sie musste nicht lange drängen. »Das ist fast wie Weihnachten«, sagte er glücklich, »und eine nettere Frau ist mir nie begegnet. Ach, was für ein Glück, wenn man so gute Menschen trifft.« Dann legte er sich ins Bett und schlief ein. Als er am nächsten Morgen aufwachte, gab es Kaffee und ein gutes Frühstück. Zum Abschied drückte die alte Frau noch eine glänzende Goldmünze in die Hand. »Vielen Dank, dass du mir gezeigt hast, wie man aus einem Nagel eine Suppe kocht«, sagte sie. »Von nun an werde ich es mir gut gehen lassen.« Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht.